Also, du hast ja jetzt gefragt, wie das funktioniert mit dem neuen Auszählungsverfahren. Also, wir hätten Ja. einen Gemeinderat mit 11 Sitzen und sagen 1000 Stimmen insgesamt Ja. und 700 auf Liste A und 300 auf Liste B. Jetzt funktioniert es beim neuen Verfahren so: Ich teile zunächst mal durch 1, dann kommt 700 raus und hier 300. Und dann teile ich durch 3, dann kommt hier geteilt durch 3 233 raus und hier 100. Dann teile ich durch 5, einmal durch eine auf die aufsteigende ungerade Zahl. Also die aufsteigende ungerade Zahl. Genau, geteilt durch Aha. 1440 und 300 geteilt durch 5 sind 60. Genau. So, jetzt kann ich mal überlegen, dann kommt der erste Sitz, ich höre jetzt mal hier gerade auf diesen Platz hier, weil das sind 700, ist die größte Zahl. Ja. Dann gucke ich, wo ist jetzt die nächste kleinere Zahl? Das wäre dann hier die. Also du meinst aber die nächstgrößere Zahl, größere Zahl. Genau, Ja. dann kommt Richtig hier hin. verstanden, gut. Dann gucke ich, gibt es jetzt hier die weitere? Dann wäre hier beispielsweise die 233. Ja, das stimmt. Das Der wäre dann der nächste dritte Sitz. Platz. So, und jetzt gucke ich, wo ist die nächste kleinere Zahl? Oder die, dann ist es nicht die 100, sondern hier die 140. Sprich, der Platz Nummer 4 Geht an die 140 geht dann. an die 140er Liste. Aha. Und dieses machen wir dann jetzt durch. Jetzt kann ich nochmal teilen. 700 geteilt durch 7. Dann habe ich folglich hier 100 stehen. Ja. Und bei 300 geteilt durch 7 Das komme gibt. ich dann auf 42. Genau. 8. Dann habe ich jetzt weiter, kann ich nämlich weiter gucken. Dann würde sozusagen der Sitz 5 An die Hunderter gehen gehen. und der Sitz 6 an diese hier. An die Liste B. Genau. Dann teile ich wieder durch 9, also 700 Da ist der geteilt nächste durch Teiler dann, 9. ja. Dann kommen wir hier auf 9, Ah, jetzt 700. kapiere ich das. Man geht immer von der Ausgangszahl Genau, man geht immer von aus. Ausgangszahl Also aus. das, was die Liste an Stimmen hat, also die Zahl wird immer durch den nächsten Teiler Genau. geteilt. Jetzt Und so geht es runter. genau, hätten wir hier Platz 7 und hier Platz 8. Aha. Jetzt müssen wir nochmal gucken, was, wenn ich 700 geteilt durch 11 teile, komme ich auf 63,63. Sprich, der Platz, auch der Platz Nummer 9. Ich mache das jetzt einfach so lange Ja, weiter, bis dann fertig bis ist. genau. Aber jetzt habe ich das System verstanden. Genau. Das war mir nämlich immer nicht klar mit dem ungeraden Teiler, dass man immer von der Genau. Gesamtstimmenzahl teilen muss und dann durch den immer eine weitere ungerade Zahl. Genau. Jetzt ist mir das klar geworden. Durch 11, da komme ich auf 27. Dann teile ich nochmal durch 13. 700 Durch geteilt 13. durch 13 ist 53,8 und 300 geteilt durch 13 ist 23. Da müssen wir gar nichts aufrechnen. Genau, jetzt kann man nämlich die weiter. Jetzt gucke ich, jetzt ist der Platz Nummer 10 dieser hier. Und die nächste kleinere Zahl jetzt, wäre dann Dann hinzu. wird Jetzt deren gucken wir nochmal, nicht, dass es mit dem 15 auch 700 geteilt durch 15 wäre 46. Ja gut, dann würde das stimmen, der andere hat nur 42. Genau. Und dann fällt auch der Platz Nummer 11 Würde auch noch an an die die Liste Liste mit den Nummer 700 Stimmen gehen. A fallen. Ja. Genau. Und jetzt geben werden ja keine weiteren Liste mehr, Plätze mehr verteilt. Gut, dann habe ich das jetzt verstanden, das System. Danke.